Elitetruppen zeichnen nicht nur die Armeen von heute aus. Es gab sie schon in den letzten 2000 Jahren. Das Team von Ursprung der Technik untersucht, wie antike Spezialeinheiten vom Polareis bis zu den Wüsten Afrikas in jedem Terrain operieren konnten. Welche geheime Ausrüstung half der schwedischen Armee damals im tiefen Schnee gegen eine russische Invasion? Inwiefern gleichen die Kriegstaktiken US-amerikanischer denen ägyptischer Truppen vor 2000 Jahren? Wie konnte ein Steigbügel auf dem Schlachtfeld eine Revolution auslösen, die bis zur Erfindung des Panzers anhielt? Warum schickten Eroberer eine Elitetruppe auf eine lebensgefährliche Mission in das Innere eines aktiven Vulkans? Ursprung der Technik untersucht die Geschichte historischer Elitetruppen. Kommandotruppen bestehen aus Elitekämpfern. Sie kämpfen in kleinen Einheiten meist weit hinter der Front. Sie vertrauen im Kampf auf Feuerkraft und Geschwindigkeit. Dafür wurden Waffen und Taktiken entwickelt, um den Feind abzulenken, zu überraschen und auf jedem Terrain zu bekämpfen. Ob im Dschungel, in der Wüste, den Bergen oder im Schnee. Schnee erschwert die rasche Fortbewegung erheblich. Wir zeigen die ersten Spezialeinheiten für Kämpfe im Schnee. Der Historiker Robert Frost beschäftigt sich mit der Geschichte der nordischen Völker, die 1555 in Schweden erschienen ist. Das Buch zeichnet ein überraschend genaues Bild vom einstigen Skandinavien. Um besser voranzukommen, schnallte man sich Holzbretter unter die Füße. Das waren wohl die ersten Skier. Waren dies die ersten Kampftruppen auf Skiern? Es gibt ein Bild von Skifahrern im Gefecht mit Pfeil und Bogen. 500 Jahre später hat unser Experte Richard Windley anhand von Originalplänen die erste Nachbildung gebaut. Das sind Rekonstruktionen aus dem Jahr 1550. Wir wissen, dass sie aus solidem Holz geschnitzt waren. Es gab anscheinend einen langen Gleitski, der meist links getragen wurde. Der kürzere Ski wurde zum Treten oder Anschieben benutzt. Dann gibt es diese erhöhten Stellen im Zentrum, wo die Skier am Fuß angeschnallt sind. Die Füße werden von Lederriemen gehalten, die durch diese Ösen gehen und so Halt geben. Der kurze Ski hat meist eine Abdeckung aus Rentierfell oder Ähnlichem. Das weiche Haar gleitet nämlich bei der Vorwärtsbewegung problemlos mit. Wenn man sich dagegen abstößt, drückt das Haar gegen die Noppen und verstärkt dadurch den Schwung. Wie bei allen Rekonstruktionen wissen wir nicht, ob das auch wirklich funktioniert. Ohne den Praxistest können wir nichts beweisen. Biathlonmeister und Profi-Skiläufer Peter Moisey testet für uns die Ski im verschneiten Frankreich. Sie sind ganz anders als heutige Skier. Der eine ist viel länger als der andere. Und die Bindung ist völlig anders, als man es kennt. Ich versuche mal, damit zu laufen und teste ihre Tauglichkeit für eine Schlacht. Ich laufe 6 Tage die Woche Ski. Ich bin professioneller Biathlet. Aber das hier ist eine Herausforderung. Es geht immer besser, viel besser als erwartet. Das Abstoßen mit dem Fell ist großartig. Ich stoße mich mit dem Rentierfell ab und ziehe es langsam wieder nach vorne. Es ist eine Frage der Balance und der Gewichtsverlagerung. Um den Unterschied zwischen Skilaufen und dem Rennen in tiefem Schnee einzuschätzen,
benutzen wir eine Kamera mit doppelter Belichtung über eine Strecke von 90 Metern. Peter läuft nun gegen sich selbst. Sie sehen, dass die Skier über den Schnee gleiten. Einfach herrlich. Der Herzschlag pendelt sich ein und man fühlt sich fantastisch. Ich laufe liebend gern so, aber gegen die Jungs auf Skiern hätte ich keine Chance. Spezialtruppen könnten auf Skiern auf jeden Fall länger unterwegs sein als zu Fuß. Man wird nicht so müde und der Herzschlag ist konstant. Es ist ein regelmäßigerer Energiefluss. Man hat dadurch mehr Kraft, um zu schießen. Spezialtruppen kommen auf Skiern nicht nur schneller voran, sie ermüden auch langsamer und kämpfen besser. Aufgrund dieser schnelleren Fortbewegungsmethode konnten 1000 schwedische Elitekämpfer ihre Nation gegen eine Übermacht von 30.000 russischen Invasoren verteidigen. Um 1547 bestieg Ivan der Vierte, auch bekannt als Ivan der Schreckliche, den russischen Thron. Ein brillanter Feldherr oder ein blutrünstiger Wahnsinniger? Wahrscheinlich beides. Auf jeden Fall eine wichtige Figur in der Geschichte Osteuropas. Ohne Rücksicht auf Verluste wollte er das russische Reich erweitern. Ivan wusste sehr genau um Russlands Platz in der Geschichte und brannte darauf, die Macht Russlands zu vergrößern. 1555 startete Ivan eine Invasion der karelischen Landenge, die zum benachbarten Königreich Schweden gehörte. Als die Russen in Schwedisch-Karelien eindrangen, hatten sie eine Streitmacht von mehreren tausend Mann, mächtiger als die schwedischen Streitkräfte. Aber der russische Vorstoß stockt, als starker Schneefall das unbekannte Terrain unpassierbar macht. In den dichten Wäldern mit Tiefschnee und bis zu 3 Meter hohen Wehen ist das Leben der Männer in Gefahr. Plötzlich werden sie von unsichtbaren Scharfschützen angegriffen. Die schwedischen Truppen kommen aus dem Nichts und bewegen sich geschickt durch den Schnee. Mit ihren Pfeilen trennen sie die russische Vorhut vom Rest der Armee. Als die Russen fliehen wollen, scheinen ihre Angreifer sich übernatürlich schnell bewegen zu können. Historikern zufolge waren die Schweden dank ihrer Ski schneller. Frischer Schnee kann sehr tief sein. Das ist vor allem für die Kavallerie schwierig, da die Pferde im Schnee kaum vorwärts kommen. Aber Geschwindigkeit ist nur die halbe Miete. Die Spezialtruppen müssen auch noch kämpfen. Und selbst im Stehen braucht man dafür auf Skiern Kraft, Balance und Konzentration. Wie wird Peter unter diesen Umständen präzise Bogenschießen? Das Skifahren hat wunderbar funktioniert. Aber wie sieht es mit dem Bogenschießen aus? Peter will versuchen, im Lauf zu stoppen und in weniger als 60 Sekunden 2 Ziele zu treffen. Diese Technik wird auch heute noch von Spezialtruppen verwendet. Peter trifft beide Ziele in 54 Sekunden. Auch wenn er zwischendurch anhalten und zielen muss, ist er immer noch schneller als zu Fuß. Die Russen hatten keine Chance gegen die fantastische Ausrüstung der Schweden. Zu ihren besten Zeiten waren sie schnell, flexibel und trafen ihre Ziele. Wir haben gesehen, dass die Schweden sich mit ihren Skivorrichtungen schnell und leise durch den Schnee bewegen konnten.
Während ihr Ziel im Schnee umhertaumelte, konnten sie zuschlagen und schnell weiterziehen. So haben sie die russische Vorhut isoliert und zerschlagen. Die russische Armee wurde von schwedischen Skikriegern überrascht. Rund 900 Russen starben. Tausende ließen ihre Waffen zurück und flohen. In Anbetracht der Truppenstärke war das ein großer Sieg für die Schweden. Die schwedischen Skisoldaten haben ihr Land vor einer Invasion gerettet. Aber 500 Jahre zuvor hatte ein anderes Militärgerät einen noch größeren Einfluss auf den Ausgang einer Schlacht. Das Gerät erscheint gewöhnlich, war aber jahrtausendelang unbekannt. Seine Erfindung veränderte die Welt des Krieges an einem Nachmittag. Im 11. Jahrhundert revolutionierte eine neue Kampftechnik das Kriegshandwerk. Ein unscheinbares Zubehör sollte die Schlachtfelder verändern, wie 1000 Jahre später der Panzer. Die Rede ist von dem in Geschichtsbüchern kaum erwähnten Steigbügel. Erst mit der Domestizierung des Pferdes hörte man vom Steigbügel. Vermutlich wurde er im China des 5. und 6. Jahrhunderts nach Christus erfunden. Der Bügel verbreitete sich vermutlich über das Reich der Byzantiner, das Oströmische Reich, und erreichte im 8. Jahrhundert den Westen. Obwohl man Pferde seit Jahrhunderten im Krieg einsetzt, machte erst der Steigbügel aus Ross und Reiter eine mobile Kampfeinheit. Wie konnte ein einfacher Bügel den Lauf der Geschichte verändern? Im Oktober 1066 überfiel der Normanne Wilhelm der Eroberer die Engländer. Der Krieg begann mit der Schlacht von Hastings. Die Schlacht von Hastings ist geschichtlich sehr bedeutsam. Wilhelm besiegte den angelsächsischen König Harold. Er veränderte England durch eine neue Sprache und eine neue Regierungsform. Wilhelm der Eroberer war ein Mann, den man gerne an der Spitze haben wollte. Und ein großer Feldherr. König Harolds Truppen waren in guter Verfassung und nicht in der Unterzahl. Warum haben sie verloren? Die Antwort liefert ein Bildnis der Schlacht, der Teppich von Bayeux. Der Teppich von Bayeux hat als Kunstwerk überlebt und liefert anschauliche Informationen über militärische Taktiken und Waffen jener Zeit. Es gibt nur wenige Schlachten, die in Bildern festgehalten wurden und uns alle Kampfetappen schildern. Dank dieser bildlichen Darstellungen können wir genau sehen, welche Taktiken und Waffen verwendet wurden. Es zeigt alle Kampfformen der normannischen Ritter zu Pferd. Unsere Untersuchungen bringen uns an den Ort des Untergangs des angelsächsischen Englands, Battle Abbey. Genau hier spielte sich eines der größten Dramen der Geschichte ab. Hier formierte sich König Harolds englische Armee am 14. Oktober 1066 gegen Wilhelms Invasionsheer nach 390 Kilometern Fußmarsch von Yorkshire hierher. Harold und seine Truppen sollten auf eine einzigartige Armee stoßen. Zur Ausstattung von Wilhelms Armee zählte ein historisches Stück Technik, der Steigbügel. Es gibt Berichte, dass die Etrusker in Italien schon vor 2000 Jahren Sattel und Geschirr benutzten. Seltsamerweise wurde der Steigbügel erst hunderte Jahre später erfunden. Der Steigbügel verleiht Halt und ermöglicht so einen effektiveren Kampf. Ohne den Steigbügel musste man sich ständig krampfhaft an sein Pferd klammern. In der Schlacht bei Hastings profitierte die normannische Kavallerie von dieser neuen Technik. Bis dahin wurden Schlachten am Boden ausgetragen. Harold und seine Männer sind sicher zur Schlacht nach Hastings geritten, aber sie kämpften zu Fuß. Alle waren Fußsoldaten. Die charakteristische Taktik der Engländer, die zu dieser Zeit die beste Infanterie Europas hatten, war ihr berühmter Schildwall. Männer, die im Schutz ihrer Schilde in Position gingen. Die Normannen realisierten, dass sie durch den Steigbügel auch zu Pferde kämpfen konnten.
Hastings war eine faszinierende Schlacht. Auf einer Seite standen unzählige berittene Bogenschützen. Auf der anderen Seite stand die Infanterie mit Schilden, Äxten und Schwertern. Erstmals begegneten die traditionellen Kampftechniken des mittelalterlichen Europas den neuen Techniken und Taktiken der Normannen. Wie konnte Wilhelm Englands König Harold vom Thron stoßen? Wir sind ins britische Warwickshire gereist, um Karl Ude Martinez und Paul Ellis Smith zu treffen. Beide sind erfahren im Umgang mit Pferden und im Nachstellen von Schlachten. Sie werden untersuchen, wie der überraschende Angriff zu Pferde eine neue Ära der Kriegsführung einleitete. Der Teppich von Bayeux zeigt nur wenige Ritter, die mit einer Duelllanze kämpfen. Der Einsatz dieser Waffe wäre ohne Steigbügel nicht möglich gewesen. Man hält die Lanze in gebeugter Position unter dem Arm und benutzt den eigenen Körper, den des Pferdes und die Lanze als ein einziges Projektil. Zunächst scheint es, als würde der Steigbügel es dem Reiter erlauben, sich aus dem Sattel zu lehnen und Gegner zu treffen, die sonst außer Reichweite wären. Tatsächlich hält der Steigbügel den Reiter im Kampf fest im Sattel. Dies gilt aber nicht, wenn er sich zur Seite lehnt. Vor dieser Erfindung konnte ein Reiter zwar mit dem Speer zustechen, ein kräftigerer Stoß aber hätte ihn aus dem Sattel gehoben. Der Teppich von Bayeux illustriert erstmals diese Art des Angriffs, die verheerende Auswirkungen auf die Weltgeschichte hatte. Um zu erfahren, wie effektiv diese neue Technik war, haben wir dieses Messgerät an einer Schablone befestigt, wie sie von Rittern im Mittelalter zur Übung verwendet wurde. Mit diesem Gerät können wir erstmals die Kraft der normannischen Kavallerie messen und sie dann mit der Effektivität der Speere vergleichen, die vor der Schlacht bei Hastings benutzt wurden. Wir transportieren ein Stück moderner Technik ins Mittelalter zurück. Hier haben wir die Zielscheibe. Wir werden hier entlang reiten und mit der Lanze so stark wie möglich zustechen. Diese Vorrichtung misst die Wucht des Aufpralls. Hier sieht man die Metallplatte. Wir haben zwei Waffen, diese 3,5 Meter lange Lanze und diesen Wurfspieß. Wir testen den Aufprall beider Waffen und vergleichen die Unterschiede. Zuerst kommt die Lanze ohne Steigbügel zum Einsatz. Schauen wir uns das mal an. Ein Hauch von nichts. Stimmt, nur 14 Kilo, als wäre es ein Pfeil gewesen. Da war nicht viel Kraft dahinter. Ohne Steigbügel hätten die Treffer mit der Lanze sicher keine Schlachten entschieden. Welchen Einfluss hat der Steigbügel auf die Stoßkraft der Lanze? Ist diese Erfindung so revolutionär, wie Historiker behaupten? Macht es einen Unterschied, ob eine Lanze oder ein Wurfspeer eingesetzt wird? Das ist unglaublich. Ein gewaltiger Treffer. Es hat mich umgehauen. Der Aufprall ist ähnlich wie der bei einem Auto mit 113 Kilometern pro Stunde. Der Steigbügel verwandelt Pferd, Reiter und Lanze in eine mobile Einheit, die jeden Gegner überrennen kann. Das war wirklich revolutionär, weil die Kavallerie dadurch in wenigen Jahren zu einer furchteinflößenden Streitmacht wurde. Der Steigbügel veränderte das Schlachtfeld so wie in der jüngeren Vergangenheit der Panzer. In der Schlacht bei Hastings tauchte zum ersten Mal eine übermächtige Kavallerie auf. Es war eine Revolution in Sachen Taktik. Angespornt von ihrem Sieg bei Hastings setzten die Normannen die vernichtende Technik in den Kreuzzügen ein. Die Schriften der byzantinischen Historikerin Anna Komnena beschreiben die normannische Kavallerie als einen Blitz, der in den Gegner einschlägt.
Sie beschreibt die fränkische Kavallerie als unbesiegbar. Sie konnte sich durch die Mauern von Babylon bohren. Und genau das geschah beim ersten Kreuzzug. Die Erfindung des Steigbügels und die Kombination von Lanze und schwerer Rüstung waren ein Wendepunkt in der Militärstrategie. Die Auswirkungen sind bis heute spürbar. Das beste Beispiel für moderne Spezialtruppen sind die Fallschirmjäger. Sie landen hinter den Feindeslinien und sind meist vom Gegner umzingelt. Im Altertum belagerte man den Gegner in einer solchen Situation. Der Kommandeur einer belagerten Stadt konnte höchstens ausbrechen und den Kampf zum Gegner tragen. 1192 retteten Elitetruppen namens Naftun eine ganze Stadt. Sie waren Feuerexperten. Während des dritten Kreuzzugs 1190 belagerten die christlichen Eroberer die Stadt Acre. Acre war strategisch gesehen der wichtigste Hafen an der Küste Palästinas. Wer den Hafen kontrollierte, konnte seine Armeen an Land versorgen oder dem Feind die Versorgungslinie per Schiff abschneiden. Die Christen umzingelten Acre mit ihren Belagerungsgeräten. Mit Geschossen, Armbrustschützen und Katapulten beladen, bot der Belagerungsturm auch einen Blick hinter die Mauern der Stadt. Belagerungstürme aus Holz wurden seit Jahrtausenden für Angriffe eingesetzt. Sie waren wichtig, weil man mit ihnen die Gegner auf den Mauern treffen konnte. Wie konnten sich die Verteidiger gegen diese gewaltige Kriegsausrüstung wehren? Ein Belagerungsturm konnte eigentlich nur durch Feuer zerstört werden. Die Garnison der Stadt versuchte, die Belagerungstürme anzuzünden, aber ohne Erfolg. Die Türme schienen so gut gebaut, dass sie dem Feuer widerstehen konnten. Um einen Holzturm zu verteidigen, nahm man die Häute frisch geschlachteter Tiere. Für uns ist das eine ekelhafte Vorstellung. Aber man umwickelte damit die Türme mit dem Fell nach innen. Dadurch hat man außen diesen feuchten, widerlichen Schutzwall, der fast völlig feuerfest ist. Richard Windley untersucht, wie es den Verteidigern der Stadt gelang, den Feuerschutz der Türme auszuschalten. Ein Mitglied der Naftun-Brigade berichtete von einer Spezialeinheit, die in der Stadt eingeschlossen war. Die Naftun waren Spezialisten im Feuereinsatz. In ihrem Arsenal von Brandbomben gab es eine Auswahl an Granaten. Es waren kleine Gefäße aus Keramik wie dieses hier, höchstwahrscheinlich Naphtha-Granaten. Naphtha ist eine Art destilliertes Rohöl. Aber was sollte eine Brandbombe gegen ein feuerfestes Ziel ausrichten? Einen mit dicken, feuchten Häuten umhüllten Turm kann man nur schwer in Brand setzen. Nun folgt der nächste Schritt der antiken Spezialtruppe. Die Granaten wurden nicht angezündet und auf die Türme geworfen. Man warf sie unangezündet hinüber. Die Angreifer verstanden nicht, was das zu bedeuten hatte. Die Kreuzritter lachten die Eingeschlossenen aus, als nach langem Granatenbeschuss keine einzige Flamme zu sehen war. Um den Sinn dahinter zu verstehen, haben Richard Windley und David Nicoll einen Turm mitsamt Tierhäuten nachgebaut und sich mit Naftun-Granaten bewaffnet. Es ist unklar, wie die Granaten konzipiert waren. Vielleicht sprühte das Feuer an den Seiten heraus. Wir wissen es nicht. Mal sehen, ob das Ergebnis vergleichbar ist mit dem, was wir gelesen haben. Windley wirft nun zunächst unangezündete Granaten. Das brennbare Naphtha der Granaten durchtränkt den Turm.
Wenn der Funke zündet, verwandelt sich der Belagerungsturm in ein flammendes Inferno. So könnte es klappen. Man wirft die Granate und das Naphtha verteilt sich. Es dringt ein, ohne Feuer zu fangen. Nach dem Anzünden brennt es immer weiter. Sobald das Feuer brennt, wirft man so viele Granaten wie möglich hinterher, um das Feuer in Gang zu halten. Es ist in Gang. Die Leute sollten den Turm lieber verlassen. Das Holz brennt. Man riecht diesen widerlichen Gestank von verbranntem Fleisch. Die Flammenattacke war ein Triumph. Die Türme verbrannten mitsamt den Soldaten. Es heißt, die Angreifer wären so demoralisiert gewesen, dass sie die Belagerung abbrachen und verschwanden. Unsere nächste Entdeckung enthüllt Gemeinsamkeiten zwischen Taktiken, die im letzten Irakkrieg über dem Nahen Osten angewendet wurden, und denen, die 2000 Jahre vorher von der Kavallerie im gleichen Gebiet benutzt wurden. Beide Taktiken beruhen auf der Kunst der optischen Täuschung. Vor 2000 Jahren benutzte der ägyptische König Ptolemaios I. eine inzwischen klassische Kampftechnik, um sein Land gegen eine Invasion zu Pferd zu schützen. Ich stehe hier im Staub der Schlacht. Ich bin von arabischen Reitern umgeben. Es sind nur 10. Aber stellen Sie sich vor, dass bei einer ordentlichen Schlacht früher hunderttausende Krieger unterwegs waren. Eine schreckliche Vorstellung, wenn man mittendrin steht. Ich fühle mich nicht sehr wohl dabei. Der Historiker Myron Trow ist in Ägypten, um eine wichtige Angriffstaktik zu untersuchen, die heute noch zum Einsatz kommt. Das militärische Täuschungsmanöver. Während der Invasion des Iraks entsandten die USA Jetflieger, die als Lockvögel Bombenabwürfe in der Wüste simulierten. Die Iraker reagierten mit Flugabwehr, verbrauchten Munition und gaben so ihre Position preis. Auch früher beherrschte man die Kunst der Täuschung. 323 vor Christus starb Alexander der Große. Die Generäle kämpften um sein Reich. Ptolemaios verlangte den ägyptischen Thron, sowie auch Perdikkas, der Ägypten angriff. Er hatte eine Infanterie von 9000 Männern, die seit Jahren mit Alexander gekämpft hatten. Perdikkas hatte mehr Truppen als Ptolemaios. Sie waren die tapfersten Krieger ihrer Zeit, gestellt von Alexanders Feldzügen von Griechenland bis Indien. Ptolemaios musste die Armee, die doppelt so groß und besser ausgerüstet war als seine, irgendwie aufhalten. Allein der Anblick dieser Armee muss furchteinflößend gewesen sein. Aber vielleicht hat ihn der Anblick der Staubwolke dieser Armee inspiriert. Eine ähnliche Staubwolke würde für Perdikkas den Anschein erwecken, er hätte es mit einer riesigen Armee zu tun. Die Illusion, einer riesigen Armee zu kreieren, stellt einen gewaltigen psychologischen Vorteil dar. Aber wie erzeugt man eine riesige Staubwolke? Ptolemaios hatte natürlich nicht genug Pferde, um so viel Staub aufzuwirbeln. Es gab aber in ganz Ägypten noch etliche Haustiere, die diesen Effekt erzeugen konnten. Er band ihnen Reisig an die Schwänze und scheuchte sie durch die Wüste. So entstanden Staubwolken über Staubwolken, die den Eindruck erweckten, als stünde Perdikkas einem riesigen Heer gegenüber. Myron Trow will herausfinden, ob dies möglich ist. Zunächst wollen wir sehen, wie viel Staub eine Herde Pferde aufwirbelt. Dann prüfen wir, ob ähnlich viele Haustiere eine mindestens genauso große Wolke erzeugen können. Auf dem Hügel sieht man 10 prächtige Araberpferde mit Reitern. Sie kommen nun, wie in der Schlacht von Pelusia, auf uns zugeritten. Der Staub von 10 Pferden ist deutlich über dem Sand zu erkennen. Je schneller sie reiten, desto mehr Staub bildet sich. Sie wirken sehr furchteinflößend. Oh,
In der nächsten Phase des Experiments versuchen wir es mit Eseln anstelle von Pferden. Ich kann nicht erkennen, wer oder was dort ist. Ich sehe nur jede Menge Staub. Ich weiß, dass nur 10 Esel dabei sind. Sehen Sie sich den Staub an, den Sie aufwirbeln. Stellen Sie sich den Staub vor, den 20 Mal so viele Esel aufwirbeln. Ptolemaios war in der Lage, den Effekt beliebig zu verstärken. Per Dicker Soldaten hatten keine Ahnung, dass sie durch einen alten Trick getäuscht wurden. Myron Trow kann belegen, dass 10 Esel mit Reisigbüscheln sehr viel mehr Staub aufwirbeln als 10 Pferde und so die Illusion einer großen Angriffswelle erzeugen. Die durchgeführten Experimente beweisen, dass Ptolemaios mit dieser cleveren Strategie Erfolg hatte. Man musste den Gegner überlisten, wenn man ihn nicht überwältigen konnte. Und genau das tat Ptolemaios. Der Krieg war vorbei, bevor er begonnen hatte. Tausende ehemaliger Kameraden wurden vor dem Tod bewahrt. Perdiccas aber musste bezahlen. Er musste aufgeben. Armeen können sieglosen Generälen nicht vergeben. Und seine Männer wandten sich gegen ihn. Er wurde erstochen. Sein Traum, der neue Alexander zu werden, platzte. Der siegreiche Ptolemaios wurde der erste König Ägyptens und sein Erbe lebt bis heute fort. Ptolemaios war ein Segen für Ägypten. Er war ein starker König und begründete die letzte Dynastie Ägyptens, in der sich das Land in Sicherheit befand. Ägypten hätte ohne ihn nicht noch weitere 300 Jahre bestanden. Dank Ptolemaios beflügelt Ägypten bis heute unsere Fantasie. Myron Trow hat die Wahrheit hinter einer der wichtigsten Täuschungstaktiken der Geschichte entdeckt. Hervorgebracht durch Intelligenz anstelle von roher Gewalt. Unsere letzte Entdeckung enthüllt die Geschichte der tapfersten Spezialtruppen aller Zeiten. Sie kämpften nicht gegen einen menschlichen Feind, sondern gegen Naturgewalten. Der Mensch reiste schon bis ans Ende der Welt, um Ruhm und Reichtum zu erlangen. Jedoch nur selten wagte er es, in die Tiefen der Feuerhölle hinabzusteigen. Wir zeigen, wie sich eine Spezialtruppe in den Krater eines der unberechenbarsten Vulkane der Welt hinabwagte. Neunundzwanzig Jahre nachdem Kolumbus Amerika entdeckt hatte, kämpfte eine Gruppe von Spaniern, die Konquistadoren, gegen die Azteken um die Herrschaft in Mittelamerika. Der Feldzug zerstörte eine ganze Zivilisation und sollte den Kontinent für immer verändern. Mexiko war ein großes, unentdecktes Territorium, auf dem sie Gold zu finden hofften. Mit dem Spanier Hernán Cortés als ihrem Anführer, religiösem Eifer und der Gier nach Reichtum, verfolgten sie unerbittlich ihre Mission. Cortés brauchte dringend Schießpulver. Feuerwaffen waren sein Vorteil gegenüber den Azteken, aber er hatte nicht genug davon. 3 Zutaten waren nötig: Kohle, Salpeter und Schwefel. Kohle und Salpeter waren kein Problem, aber er brauchte dringend Schwefel. Schwefel wird üblicherweise mit Hilfe von Brennöfen aus Gestein gewonnen. Cortés fehlten dafür Zeit und Ausrüstung. Aber er kannte eine andere Quelle. Schwefel entsteht durch geologische Prozesse tief unter der Erde und ist in aktiven Vulkanen zu finden. Er lagert sich in heißen Quellen, den sogenannten Fumarolen, ab. Aber Fumarole finden sich innerhalb des Kraters. Konnte Cortés es verantworten, seine Männer in dieses Inferno zu schicken, um Schwefel zu finden? Briefe an den König von Spanien beschreiben die Expedition einer Elitetruppe unter Leitung von Offizier Francisco Montaño. Ein Selbstmordkommando, um Schwefel aus dem Vulkan Popocatépetl zu holen. Als einer von Mittelamerikas höchsten Gipfeln wurde der Vulkan von den Azteken verehrt und gefürchtet.
Der Popocatépetl ist ein gefährlicher Vulkan, auch wenn man nur ein paar Kilometer davon entfernt ist. Die Sicherheitszone ist zurzeit 12 Kilometer, aber ab 4 bis 6 Kilometern wird es sehr gefährlich. Wir wollen sehen, was Cortés Männer erlebt haben. Dafür brauchen wir einen ähnlich gefährlichen Vulkan wie den Popocatépetl. Im Südosten Mexikos gibt es einen Vulkan namens El Chichon. Größe und Tiefe des Kraters sind dem des Popocatépetl sehr ähnlich. Wir werden durch den Dschungel zu diesen Bergen und dann hinauf zum Krater des Vulkans wandern. Wir müssen alles mitnehmen, was man zum Filmen einer Dokumentation braucht. Die Konquistadoren hatten Waffen, Rüstungen und Geräte dabei, um unter gewaltigen Anstrengungen genug Schwefel für die Pulverherstellung zu besorgen und Cortés Herrschaft über das Land zu sichern. Francisco Montaños Männer waren großen Strapazen ausgesetzt. Sie erklommen einen fast 5500 Meter hohen Gipfel. 2 Tage lang marschierten sie durch unwegsames Terrain. Aber sie konnten nicht ahnen, was sie noch erwarten sollte. Wir haben am Rande des Kraters unser Basislager aufgeschlagen. Man kann sich vorstellen, wie es für Montaño und seine Männer auf ihrer verzweifelten Mission gewesen sein muss. Morgen seilen wir uns in den Krater hinab und versuchen Schwefel zu sammeln, wie es Montaño vor Jahrhunderten getan hat. Es ist überwältigend hier. Als wir im Dunkeln ankamen, wussten wir nicht, was uns erwartet. Aber der Weg hat sich gelohnt. Für Francisco Montaño und seine Männer kam der Moment der Wahrheit. Der Erfolg der ganzen Expedition hing allein von ihnen ab. Vom Rande des Kraters aus konnten sie ihr Ziel sehen. Eine gelbe Fumarole, umgeben von gelbem Schwefel, mitten im steilen Zentrum des Kraters. Spärlich ausgerüstet, erschöpft und tausende Kilometer von Spanien entfernt, schien das Ziel weiter denn je. Aber das wesentliche Merkmal aller Spezialtruppen ist die Fähigkeit, in feindlicher Umgebung zu improvisieren. Francisco Montaño hatte Taue von seinen Schiffen mitgebracht. Da ihm vor Ort das Material fehlte, ließ er die Schiffe abtakeln. Francisco Montaños Taue gehörten zur Takelage der Schiffe. Nun brauchte man nur noch Transportbehälter und den Mut für den Abstieg. Ohne moderne Kletterausrüstung wagte Francisco Montaño den ersten Schritt. Der massive Krater des Popocatépetl ist 300 Meter tief. Aber Montaños Taue waren nur 30 Meter lang. Es fehlten 270 Meter. Dazu kam die Gefahr durch Eruptionen, Geröll oder Ersticken durch giftige Gase. Francisco Montaños Taue reichte nur für 10% der Tiefe des Kraters. John Naylor riskiert sein Leben wie vor ihm Montaños Männer. Der Vulkan El Chichon ist immer noch aktiv und so gefährlich, dass John Naylor ihn als erster seit der letzten Eruption vor über 25 Jahren betritt. Schächte innerhalb des Kraters spucken heiße Gase und kochendes Wasser. Viele der Dämpfe sind tödlich. Aber sie produzieren auch den gelben Schwefel, den Francisco Montaño dringend brauchte. Eilig machte sich die historische Spezialeinheit an die Arbeit und sammelte unglaubliche 136 Kilogramm Schwefel. Das reicht für 1200 Kilogramm Schießpulver.
Dadurch hätte jeder von Cortés 80 Schützen genug Pulver für 350 Schüsse gehabt. Das reichte aus, um Mexiko zu halten und die Eroberung zu vollenden. Voll bewaffnet und technisch überlegen, war Cortés nicht aufzuhalten. In wenigen Jahren wurde das Reich der Azteken in die Knie gezwungen und seine Bevölkerung ausgelöscht. Obwohl ich nicht viel für die Taten der Konquistadoren übrig habe, habe ich großen Respekt vor Montaño und seinen Leuten. Francisco Montaños heldenhafte Mission, in einen aktiven Vulkan zu klettern, wurde zur Legende. Sie war ein Wendepunkt bei der Eroberung Mexikos. Heute ist Mexiko das bevölkerungsreichste spanischsprachige Land der Welt. Francisco Montaños Suche nach Schwefel hat den Kontinent völlig verändert. Die Spezialeinheiten des Altertums trotzten dem Tod unter den härtesten Bedingungen, die sich ein Soldat vorstellen kann. Unmögliche Herausforderungen lösten sie mit Einfallsreichtum und Scharfsinn. Von den historischen Skitruppen des Hohen Nordens zu den Staubkriegern der ägyptischen Wüsten. Die Taktiken und Waffen dieser Spezialeinheiten werden noch heute von Soldaten angewendet, um Schlachten zu entscheiden. Transportieren ein Stück moderner Technik ins Mittelalter zurück. Hier haben wir die Zielscheibe. Wir werden hier entlang reiten und mit der Lanze so stark wie möglich zustechen. Diese Vorrichtung misst die Wucht des Aufpralls. Hier sieht man die Metallplatte. Wir haben zwei Waffen, diese 3,5 Meter lange Lanze und diesen Wurfspieß. Wir testen den Aufprall beider Waffen und vergleichen die Unterschiede. Zuerst kommt die Lanze ohne Steigbügel zum Einsatz. Schauen wir uns das mal an. Ein Hauch von nichts. Stimmt, nur 14 Kilo, als wäre es ein Pfeil gewesen. Da war nicht viel Kraft dahinter. Ohne Steigbügel hätten die Treffer mit der Lanze sicher keine Schlachten entschieden. Welchen Einfluss hat der Steigbügel auf die Stoßkraft der Lanze? Ist diese Erfindung so revolutionär, wie Historiker behaupten? Macht es einen Unterschied, ob eine Lanze oder ein Wurfspeer eingesetzt wird? Das ist unglaublich. Ein gewaltiger Treffer. Es hat mich umgehauen. Der Aufprall ist ähnlich wie der bei einem Auto mit 113 Kilometern pro Stunde. Der Steigbügel verwandelt Pferd, Reiter und Lanze in eine mobile Einheit, die jeden Gegner überrennen kann. Das war wirklich revolutionär, weil die Kavallerie dadurch in wenigen Jahren zu einer furchteinflößenden Streitmacht wurde. Der Steigbügel veränderte das Schlachtfeld so wie in der jüngeren Vergangenheit der Panzer. In der Schlacht bei Hastings tauchte zum ersten Mal eine übermächtige Kavallerie auf. Es war eine Revolution in Sachen Taktik. Angespornt von ihrem Sieg bei Hastings, setzten die Normannen die vernichtende Technik in den Kreuzzügen ein. Die Schriften der byzantinischen Historikerin Anna Komnena beschreiben die normannische Kavallerie als einen Blitz, der in den Gegner einschlägt. Sie beschreibt die fränkische Kavallerie als unbesiegbar. Sie konnte sich durch die Mauern von Babylon bohren. Und genau das geschah beim ersten Kreuzzug. Und gefürchtet. Der Popocatépetl ist ein gefährlicher Vulkan, auch wenn man nur ein paar Kilometer davon entfernt ist. Die Sicherheitszone ist zurzeit 12 Kilometer, aber ab 4 bis 6 Kilometern wird es sehr gefährlich. Wir wollen sehen, was Cortés Männer erlebt haben. Dafür brauchen wir einen ähnlich gefährlichen Vulkan wie den Popocatépetl. Im Südosten Mexikos gibt es einen Vulkan namens El Chichon.
Größe und Tiefe des Kraters sind dem des Popocatépetl sehr ähnlich. Wir werden durch den Dschungel zu diesen Bergen und dann hinauf zum Krater des Vulkans wandern. Wir müssen alles mitnehmen, was man zum Filmen einer Dokumentation braucht. Die Konquistadoren hatten Waffen, Rüstungen und Geräte dabei, um unter gewaltigen Anstrengungen genug Schwefel für die Pulverherstellung zu besorgen und Cortés' Herrschaft über das Land zu sichern. Francisco Montaños Männer waren großen Strapazen ausgesetzt. Sie erklommen einen fast 5500 Meter hohen Gipfel. Zwei Tage lang marschierten sie durch unwegsames Terrain. Aber sie konnten nicht ahnen, was sie noch erwarten sollte. Wir haben am Rande des Kraters unser Basislager aufgeschlagen. Man kann sich vorstellen, wie es für Montaño und seine Männer auf ihrer verzweifelten Mission gewesen sein muss. Morgen seilen wir uns in den Krater hinab und versuchen Schwefel zu sammeln, wie es Montaño vor Jahrhunderten getan hat. Es ist überwältigend hier. Als wir im Dunkeln ankamen, wussten wir nicht, was uns erwartet. Aber der Weg hat sich gelohnt. Für Francisco Montaño und seine Männer kam der Moment der Wahrheit. Der Erfolg der ganzen Expedition hing allein von ihnen ab. Vom Rande des Kraters aus konnten sie ihr Ziel sehen. Eine gelbe Fumarole, umgeben von gelbem Schwefel, mitten im steilen Zentrum des Kraters. Spärlich ausgerüstet, erschöpft und tausende Kilometer von Spanien entfernt, schien das Ziel weiter denn je. Aber das wesentliche Merkmal aller Peter läuft nun gegen sich selbst. Sie sehen, dass die Skier über den Schnee gleiten. Einfach herrlich. Der Herzschlag pendelt sich ein und man fühlt sich fantastisch. Ich laufe liebend gern so, aber gegen die Jungs auf Skiern hätte ich keine Chance. Spezialtruppen könnten auf Skiern auf jeden Fall länger unterwegs sein als zu Fuß. Man wird nicht so müde und der Herzschlag ist konstant. Es ist ein regelmäßigerer Energiefluss. Man hat dadurch mehr Kraft, um zu schießen. Spezialtruppen kommen auf Skiern nicht nur schneller voran, sie ermüden auch langsamer und kämpfen besser. Aufgrund dieser schnelleren Fortbewegungsmethode konnten 1000 schwedische Elitekämpfer ihre Nation gegen eine Übermacht von 30.000 russischen Invasoren verteidigen. Um 1547 bestieg Ivan der Vierte, auch bekannt als Ivan der Schreckliche, den russischen Thron. Ein brillanter Feldherr oder ein blutrünstiger Wahnsinniger? Wahrscheinlich beides. Auf jeden Fall eine wichtige Figur in der Geschichte Osteuropas. Ohne Rücksicht auf Verluste wollte er das russische Reich erweitern. Ivan wusste sehr genau um Russlands Platz in der Geschichte und brannte darauf, die Macht Russlands zu vergrößern. 1555 startete Ivan eine Invasion der karelischen Landenge, die zum benachbarten Königreich Schweden gehörte. Als die Russen in Schwedisch-Karelien eindrangen, hatten sie eine Streitmacht von mehreren tausend Mann, mächtiger als die schwedischen Streitkräfte. Aber der russische Vorstoß stockt, als starker Schneefall das unbekannte Terrain unpassierbar macht.
In den dichten Wäldern mit Tiefschnee und bis zu 3 Meter hohen Wehen ist das Leben der Männer in Gefahr. Plötzlich werden sie von unsichtbaren Scharfschützen angegriffen. Die schwedischen Truppen kommen aus dem Nichts und bewegen sich geschickt durch den Schnee. Mit ihren Pfeilen trennen sie die russische Vorhut vom Rest der Armee. Als die Russen fliehen wollen, scheinen ihre Angreifer sich übernatürlich schnell bewegen zu Gold. Mit dem Spanier Hernán Cortés als ihrem Anführer, religiösem Eifer und der Gier nach Reichtum, verfolgten sie unerbittlich ihre Mission. Cortés brauchte dringend Schießpulver. Feuerwaffen waren sein Vorteil gegenüber den Azteken, aber er hatte nicht genug davon. 3 Zutaten waren nötig: Kohle, Salpeter und Schwefel. Kohle und Salpeter waren kein Problem, aber er brauchte dringend Schwefel. Schwefel wird üblicherweise mit Hilfe von Brennöfen aus Gestein gewonnen. Cortés fehlten dafür Zeit und Ausrüstung. Aber er kannte eine andere Quelle. Schwefel entsteht durch geologische Prozesse tief unter der Erde und ist in aktiven Vulkanen zu finden. Er lagert sich in heißen Quellen, den sogenannten Fumarolen, ab. Aber Fumarole finden sich innerhalb des Kraters. Konnte Cortés es verantworten, seine Männer in dieses Inferno zu schicken, um Schwefel zu finden? Briefe an den König von Spanien beschreiben die Expedition einer Elitetruppe unter Leitung von Offizier Francisco Montaño. Ein Selbstmordkommando, um Schwefel aus dem Vulkan Popocatépetl zu holen. Als einer von Mittelamerikas höchsten Gipfeln wurde der Vulkan von den Azteken verehrt und gefürchtet. Der Popocatépetl ist ein gefährlicher Vulkan, auch wenn man nur ein paar Kilometer davon entfernt ist. Die Sicherheitszone ist zurzeit 12 Kilometer, aber ab 4 bis 6 Kilometern wird es sehr gefährlich. Wir wollen sehen, was Cortés Männer erlebt haben. Dafür brauchen wir einen ähnlich gefährlichen Vulkan wie den Popocatépetl. Im Südosten Mexikos gibt es einen Vulkan namens El Chichon. Größe und Tiefe des Kraters sind dem des Popocatépetl sehr ähnlich. Wir werden durch den Dschungel zu diesen Bergen und dann hinauf zum Krater des Vulkans wandern. Wir müssen alles mitnehmen, was man zum Filmen einer Dokumentation braucht. Die Konquistadoren hatten Waffen, Rüstungen und Geräte dabei, um unter gewaltigen Anstrengungen genug Schwefel für die Pulverherstellung zu besorgen und Cortés Herrschaft über das Land zu sichern. Francisco Montaños Männer waren großen Strapazen ausgesetzt. Sie erklommen einen fast 5500 Meter hohen Gipfel. 2 Tage lang marschierten sie durch unwegsames Terrain. Aber sie konnten nicht ahnen, was sie noch erwarten sollte. Wir haben am Rande des Kraters unser Basislager aufgeschlagen. Man kann sich vorstellen, wie es für Montaño und seine Männer auf ihrer Rang wurde. Der kürzere Ski wurde zum Treten oder Anschieben benutzt. Dann gibt es diese erhöhten Stellen im Zentrum, wo die Skier am Fuß angeschnallt sind. Die Füße werden von Lederriemen gehalten, die durch diese Ösen gehen und so halt gehen. Der kurze Ski hat meist eine Abdeckung aus Rentierfell oder Ähnlichem. Das weiche Haar gleitet nämlich bei der Vorwärtsbewegung problemlos mit. Wenn man sich dagegen abstößt, drückt das Haar gegen die Noppen und verstärkt dadurch den Schwung. Wie bei allen Rekonstruktionen wissen wir nicht, ob das auch wirklich funktioniert. Ohne den Praxistest können wir nichts beweisen. Biathlonmeister und Profi-Skiläufer Peter Moisey testet für uns die Ski im verschneiten Frankreich. Sie sind ganz anders als heutige Skier. Der eine ist viel länger als der andere. Und die Bindung ist völlig anders, als man es kennt. Ich versuche mal, damit zu laufen und teste ihre Tauglichkeit für eine Schlacht. Ich laufe 6 Tage die Woche Ski. Ich bin professioneller Biathlet. Aber das hier ist eine Herausforderung.
Es geht immer besser, viel besser als erwartet. Das Abstoßen mit dem Fell ist großartig. Ich stoße mich mit dem Rentierfell ab und ziehe es langsam wieder nach vorne. Es ist eine Frage der Balance und der Gewichtsverlagerung. Um den Unterschied zwischen Skilaufen und dem Rennen in tiefem Schnee einzuschätzen, benutzen wir eine Kamera mit doppelter Belichtung über eine Strecke von 90 Metern. Peter läuft nun gegen sich selbst. Sie sehen, dass die Skier über den Schnee gleiten. Einfach herrlich. Der Herzschlag pendelt sich ein und man fühlt sich fantastisch. Ich laufe lieber als eine, irgendwie aufhalten. Allein der Anblick dieser Armee muss furchteinflößend gewesen sein. Aber vielleicht hat ihn der Anblick der Staubwolke dieser Armee inspiriert. Eine ähnliche Staubwolke würde für Perdikkas den Anschein erwecken, er hätte es mit einer riesigen Armee zu tun. Die Illusion einer riesigen Armee zu kreieren, stellt einen gewaltigen psychologischen Vorteil dar. Aber wie erzeugt man eine riesige Staubwolke? Ptolemaios hatte natürlich nicht genug Pferde, um so viel Staub aufzuwirbeln. Es gab aber in ganz Ägypten noch etliche Haustiere, die diesen Effekt erzeugen konnten. Er band ihnen Reisig an die Schwänze und scheuchte sie durch die Wüste. So entstanden Staubwolken über Staubwolken, die den Eindruck erweckten, als stünde Perdikkas einem riesigen Heer gegenüber. Myrian Trow will herausfinden, ob dies möglich ist. Zunächst wollen wir sehen, wie viel Staub eine Herde Pferde aufwirbelt. Dann prüfen wir, ob ähnlich viele Haustiere eine mindestens genauso große Wolke erzeugen können. Auf dem Hügel sieht man 10 prächtige Araberpferde mit Reitern. Sie kommen nun, wie in der Schlacht von Pelusia, auf uns zugeritten. Der Staub von 10 Pferden ist deutlich über dem Sand zu erkennen. Je schneller sie reiten, desto mehr Staub bildet sich. Sie wirken sehr furchteinflößend. In der nächsten Phase des Experiments versuchen wir es mit Eseln anstelle von Pferden. Ich kann nicht erkennen, wer oder was dort ist. Ich sehe nur jede Menge Staub. Ich weiß, dass nur 10 Esel dabei sind. Sehen Sie sich den Staub an, den Sie aufwirbeln. Stellen Sie sich den Staub vor, den 20-mal so viele Esel aufwirbeln. Ptolemaios war in der Lage, den Effekt beliebig zu verstärken. Perdikkas Soldaten hatten keine Ahnung, dass sie durch einen alten Trick getäuscht wurden. Myrian Trow kann belegen, dass 10 Esel mit Reisigbüscheln sehr viel mehr Staub aufwirbeln als 10 Pferde und so die Illusion einer großen Angriffswelle erzeugen. Die durchgeführten Experimente beweisen, dass Ptolemaios mit dieser cleveren Strategie Erfolg hatte. Peter trifft beide Ziele in 54 Sekunden. Auch wenn er zwischendurch anhalten und zielen muss, ist er immer noch schneller als zu Fuß. Die Russen hatten keine Chance gegen die fantastische Ausrüstung der Schweden. Zu ihren besten Zeiten waren sie schnell, flexibel und trafen ihre Ziele. Wir haben gesehen, dass die Schweden sich mit ihren Skivorrichtungen schnell und leise durch den Schnee bewegen konnten. Während ihr Ziel im Schnee umhertaumelte, konnten sie zuschlagen und schnell weiterziehen. So haben sie die russische Vorhut isoliert und zerschlagen.
Die russische Armee wurde von schwedischen Skikriegern überrascht. Rund 900 Russen starben. Tausende ließen ihre Waffen zurück und flohen. In Anbetracht der Truppenstärke war das ein großer Sieg für die Schweden. Die schwedischen Skisoldaten haben ihr Land vor einer Invasion gerettet. Aber 500 Jahre zuvor hatte ein anderes Militärgerät einen noch größeren Einfluss auf den Ausgang einer Schlacht. Das Gerät erscheint gewöhnlich, war aber jahrtausendelang unbekannt. Seine Erfindung veränderte die Welt des Krieges an einem Nachmittag. Im 11. Jahrhundert revolutionierte eine neue Kampftechnik das Kriegshandwerk. Ein unscheinbares Zubehör sollte die Schlachtfelder verändern, wie 1000 Jahre später der Panzer. Die Rede ist von dem in Geschichtsbüchern kaum erwähnten Steigbügel. Erst mit der Domestizierung des Pferdes hörte man vom Steigbügel. Vermutlich wurde er im China des 5. und 6. Jahrhunderts nach Christus erfunden. Der Bügel verbreitete sich vermutlich über das Reich der Byzantiner, das Oströmische Reich, und erreichte im 8. Jahrhundert den Westen. Obwohl man Pferde seit Jahrhunderten im Krieg einsetzt, machte erst der Steigbügel aus Ross und Reiter eine mobile Kampfeinheit. Wie konnte ein einfacher Bügel den Lauf der Geschichte verändern? Im Oktober 1066 überfiel der Normanne Wilhelm der Eroberer die Engländer. Der Krieg begann mit der Schlacht von Hastings. Die Schlacht von Hastings ist geschichtlich sehr bedeutsam. Wilhelm besiegte den angelsächsischen König Harold. Er veränderte das Stirrup, weil du so viel auf den Steg konzentrierst. In der Schlacht bei Hastings profitierte die normannische Kavallerie von dieser neuen Technik. Bis dahin wurden Schlachten am Boden ausgetragen. Harold und seine Männer sind sicher zur Schlacht nach Hastings geritten, aber sie kämpften zu Fuß. Alle waren Fußsoldaten. Die charakteristische Taktik der Engländer, die zu dieser Zeit die beste Infanterie Europas hatten, war ihr berühmter Schildwall. Männer, die im Schutz ihrer Schilde in Position gingen. Die Normannen realisierten, dass sie durch den Steigbügel auch zu Pferde kämpfen konnten. Hastings war eine faszinierende Schlacht. Auf einer Seite standen unzählige berittene Bogenschützen. Auf der anderen Seite stand die Infanterie mit Schilden, Äxten und Schwertern. Erstmals begegneten die traditionellen Kampftechniken des mittelalterlichen Europas den neuen Techniken und Taktiken der Normannen. Wie konnte Wilhelm Englands König Harold vom Thron stoßen? Wir sind ins britische Warwickshire gereist, um Karl Ude Martinez und Paul Ellis Smith zu treffen. Beide sind erfahren im Umgang mit Pferden und im Nachstellen von Schlachten. Sie werden untersuchen, wie der überraschende Angriff zu Pferde eine neue Ära der Kriegsführung einleitete. Der Teppich von Bayeux zeigt nur wenige Ritter, die mit einer Duelllanze kämpfen. Der Einsatz dieser Waffe wäre ohne Steigbügel nicht möglich gewesen. Man hält die Lanze in gebeugter Position unter dem Arm und benutzt den eigenen Körper, den des Pferdes und die Lanze als ein einziges Projektil. Zunächst scheint es, als würde der Steigbügel es dem Reiter erlauben, sich aus dem Sattel zu lehnen und Gegner zu treffen, die sonst außer Reichweite wären. Tatsächlich hält der Steigbügel den Reiter im Kampf fest im Sattel. Dies gilt aber nicht, wenn er sich zur Seite lehnt. Vor dieser Erfindung konnte ein Reiter zwar mit dem Speer zustechen, ein kräftigerer Stoß aber hätte ihn aus dem Sattel gehoben. Der Teppich von Bayeux illustriert erstmals diese Art des Angriffs, die verheerende Auswirkungen auf die Weltgeschichte hatte. Um zu erfahren, wie effektiv diese neue Technik war, haben wir dieses Messgerät an einer Schablone befestigt, wie sie von Rittern im Mittelalter zur Übung verwendet wurde. Mit diesem Gerät können wir erstmals die Kraft der normannischen Kavallerie messen und sie dann mit der Effektivität der Speere vergleichen, die vor der Schlacht bei Hastings benutzt wurden.
Wir transportieren ein Stück moderner Technik ins Mittelalter zurück. Mexiko war ein großes, unentdecktes Territorium, auf dem sie Gold zu finden hofften. Mit dem Spanier Hernán Cortés als ihrem Anführer, religiösem Eifer und der Gier nach Reichtum verfolgten sie unerbittlich ihre Mission. Cortés brauchte dringend Schießpulver. Feuerwaffen waren sein Vorteil gegenüber den Azteken, aber er hatte nicht genug davon. Drei Zutaten waren nötig: Kohle, Salpeter und Schwefel. Kohle und Salpeter waren kein Problem, aber er brauchte dringend Schwefel. Schwefel wird üblicherweise mit Hilfe von Brennöfen aus Gestein gewonnen. Cortés fehlten dafür Zeit und Ausrüstung. Aber er kannte eine andere Quelle. Schwefel entsteht durch geologische Prozesse tief unter der Erde und ist in aktiven Vulkanen zu finden. Er lagert sich in heißen Quellen, den sogenannten Fumarolen, ab. Aber Fumarole finden sich innerhalb des Kraters. Konnte Cortés es verantworten, seine Männer in dieses Inferno zu schicken, um Schwefel zu finden? Briefe an den König von Spanien beschreiben die Expedition einer Elitetruppe unter Leitung von Offizier Francisco Montaño. Ein Selbstmordkommando, um Schwefel aus dem Vulkan Popocatépetl zu holen. Als einer von Mittelamerikas höchsten Gipfeln wurde der Vulkan von den Azteken verehrt und gefürchtet. Der Popocatépetl ist ein gefährlicher Vulkan, auch wenn man nur ein paar Kilometer davon entfernt ist. Die Sicherheitszone ist zurzeit 12 Kilometer, aber ab 4 bis 6 Kilometern wird es sehr gefährlich. Wir wollen sehen, was Cortés Männer erlebt haben. Dafür brauchen wir einen ähnlich gefährlichen Vulkan wie den Popocatépetl. Im Südosten Mexikos gibt es einen Vulkan namens El Chichón. Größe und Tiefe des Kraters sind dem des Popocatépetl sehr ähnlich. Wir werden durch den Dschungel zu diesen Bergen und dann hinauf zum Krater des Vulkans wandern. Wir müssen alles mitnehmen, was man zum Filmen einer Dokumentation braucht. Die Konquistadoren hatten Waffen, Rüstungen und Geräte dabei, um unter gewaltigen Anstrengungen genug Schwefel für die Pulverherstellung zu besorgen und Cortés Herrschaft über das Land zu sichern. Francisco Montaños Männer waren großen Strapazen ausgesetzt. Sie erklommen einen fast 5500 Meter hohen Gipfel. Zwei Tage lang marschierten sie durch unwegsames Terrain. Aber sie konnten nicht ahnen, was sie noch erwarten sollte.